Der Weg der Wölfin. Die Suche beginnt. Zusammen mit den Wikingern werden wir in der Lage sein, zu verhindern, dass die Mayas vom dunklen Volk vernichtend geschlagen werden. Allerdings treibt uns keineswegs die Nächstenliebe zu diesem Schritt. Zu groß waren die Verluste, die uns die Mayas in den letzten Schlachten zugefügt haben. Doch wir wissen, dass die Alternative zu einem solchen Zweckbündnis noch viel schlimmer aussieht. Das dunkle Volk versklavt alle Siedler, derer es nur habhaft werden kann, und erhöht so die eigene Stärke auf Kosten der unsrigen. Dies darf nicht so weitergehen, oder alles ist verloren. Die Träume unserer Priester geben uns weiter Rätsel auf. Und mit jeder Stunde wird es wichtiger, den Willen der Götter, der in diesen Visionen verborgen liegt, zu entschlüsseln. Die Wölfin hat sich auf eine lange Reise begeben. Nach einer Weile kommt sie an eine lange Bergkette. Sie möchte die Berge passieren, doch kann sie keinen Weg finden. Aber mitten in ihrer Suche hält sie inne und lauscht angespannt nach unheimlichen Kriechgeräuschen, die der eisige Wind über die schneeverwehten dunklen Gipfel zu ihr trägt. Wir werden uns auf eine Reise begeben, auf der wir einen Berg überqueren und uns einer schattenhaften, gefährlichen Bestie in ihrem Bau stellen müssen. In diesen Punkten sind sich Priester und Krieger einig.
Thank you.
Thank you.